Werte Gäste, liebe Freunde, liebe Zeitreisende. Ich wende mich an Sie, da Sie sich sicher vorstellen können, dass die Beschränkung der Reisefreiheit auch das Zeitreisen umfasst. Das ist für uns ein sehr schmerzvoller, aber sicherlich notwendiger Schritt, denn die Gesundheit unserer Besucher, aber auch unserer Mitarbeiter geht über alles. Deswegen haben wir all unsere Läden, egal ob in Köln, Dresden, Berlin, München und auch unser jüngstes Baby in Frankfurt, das wir dieser Tage eröffnen wollten, geschlossen gehalten. Das ist für uns als junges Startup sicherlich die schwerste Phase in der dreijährigen Unternehmensgeschichte. Aber wir wollen da gemeinsam als Unternehmen durch und halten all unseren Mitarbeitern, mittlerweile über 120, die Stange. Und ich bin sehr stolz und dankbar dafür, wie solidarisch die Kollegen und Kolleginnen untereinander sind und gegenüber dem Unternehmen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich mich jetzt am liebsten in unsere Zeitmaschine setzen würde und ausnahmsweise mal nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft reisen wollen würde. In eine Zeit nach der Corona-Pandemie. In eine Zeit, wo wir wieder gemeinsam hinausgehen können und gemeinsam, als ob in der Familie, mit Freunden, Bekannten, was gemeinsam erleben. Nun steht Ostern vor der Tür. Viele von Ihnen bereiten sich in der kleinen Familie darauf vor, vielleicht ohne die Großeltern oder die Enkel zu sehen. Und das ist schmerzvoll. Daher meine Bitte an Sie. Denken Sie an die Zeit nach der Corona-Krise. Denken Sie daran, Vorfreude auf diese Zeit zu schenken. Und vielleicht haben Sie dabei im Kopf die vielen Kulturinstitutionen in Ihrer Stadt, egal ob es Museen, Theater, Chorkonzerte oder auch Zeitreiseattraktionen wie wir sind. Denken Sie darüber nach, einen Gutschein oder ein Ticket für die Zeit nach Corona zu verschenken. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Zeit und können es kaum erwarten, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Aber nun wünsche ich Ihnen erstmal, bleiben Sie gesund und trotz dieser schwierigen Zeit hoffen wir auf ein gesegnetes Osterfest.